Ocean ist zurück, nicht nur mit einer neuen Pfeife, sondern auch mit 4 neuen Sorten. Und darum geht's heute. Ich zeig euch alle Sorten, die rausgekommen sind und im Detail und wie man die bauen sollte. Stell dir mal vor, man stellt nur 2 davon vor oder sogar nur 1. Damit ihr auch solche Wolken schallern könnt. Ich würde sagen, ab in den Kopfbau. Und einmal alle Sorten aufgedeckt, stellen wir fest, die sehen alle sehr identisch aus. Als Köpfchen habe ich natürlich den guten alten Ocean 68 in der Dragon-Variante ausgepackt mit der hauseigenen Drill-Gabel-Lochstecher-Kombination. Einer meiner persönlichen Lieblinge, Kaif, das sieht dann so aus, den bauen wir jetzt. Von der Konsistenz her und vom Schnitt perfekt. Es ist relativ feucht und sehr fein geschnitten für andere Verhältnisse. Es ist einfach so satisfying, damit ein Köpfchen zu bauen, weil es ist einfach alles sofort an Ort und Stelle. Man muss es dann nur noch zum Schluss ein bisschen schön machen und dann sieht das ungefähr so aus. Und das Ganze hat mich jetzt 1 Minute gekostet. Hier passt wirklich alles wie am Schnürchen und ihr dürft nicht vergessen, Ocean hat seine ersten Sorten gedroppt und dafür gibt es schon mal 10 von 10 Punkte. Qualität war gut, oder? Sind so Reviews nicht eigentlich todeslangweilig? Was meint ihr, soll ich die Videos in Zukunft so auf 5 bis 7 Minuten machen, also solche Videos, oder 10 Minuten und ausführlich, wenn wir gerade so 4 Sorten testen? Entscheidet mal in den Kommentaren. Prügelt euch auch gerne. Und damit würde ich sagen, fangen wir an mit wohl der meistgefragtesten Sorte, den Kuika. Unsere Cola in Interpretation wird den ein oder anderen mit einem Flashback in die Kindheit zurückversetzen, als man damals die kleinen runden Kaubonbon-Draggies eines namhaften Bonbonherstellers naschte. Oder wiederum, einige erkennen im Kuika Ocean Tabak die kleinen Fruchtgummiflaschen mit dem Cola-Zitrone-Aroma. Bin ich mal gespannt. Das Ganze ist Cola und Zitrone. Und ihr wisst es, ich bin kein Freund von Cola. Es gibt so ein, zwei Sorten, die kann man mal nehmen, aber ich sag euch wirklich eins, geruchlich ist wirklich strong. Also du riechst sofort Cola raus und das ist hier nicht so eine River Cola, das ist wirklich die Coca-Cola. Und diese leichte Säure, diese leichte Zitrone im Nachgang riecht auf jeden Fall sehr gut. Als meine Freundin gerade reingekommen ist, meinte sie nur, hier riecht es unfassbar nice und das ist die Dose, die ich auf hatte. Ich habe sogar die Prototypen davon getestet. Ich hatte alle 4 Sorten als Prototypen handgerührt hier und ich muss sagen, sie haben sich jetzt zu den finalen Sorten deutlich verändert ins Positive. Und so viel kann ich schon mal spoilern, die waren von vornherein schon positiv, wurden aber noch besser. Den Kuika würde ich euch in einem Funnel empfehlen und gerade mal so Noppenkontakt. Auf gar keinen Fall Vollkontakt oder Overpack, weil hier haben wir immerhin noch eine Säure drin, ne? Die Zitrone, und die ist sehr hitzeempfindlich. Das liegt am Aroma himself, deswegen ist da die beste Empfehlung von mir. Oder halte ich einfach kein Overpack aus, das ja, ich weiß nicht. Ich muss ehrlich sagen, meine Lieblingscola ist Pepsi Max mit Zitronengeschmack. Aber das hier ist eine Coca-Cola mit Zitronengeschmack. Der ist super süß, sehr, sehr fruchtig und im Nachgang kommt nochmal diese Säure von der Zitrone. Das ist für mich der Cola. Und das Geile ist, die Sorten kosten 17,90 Euro. Wie lange das wohl noch sein wird. Ich habe jetzt die erste Dose gesehen, die 24 Euro kostet. Also nicht von Ocean, aber so langsam ist es soweit. Oh Mann, wie kann dieser Kopf nach einer halben Stunde noch so brettern? Als nächstes haben wir Fusion. Und es soll schmecken nach Kirsche, Amaretto, Mandeln und Zitrone. Bei Kirsche ist meine Freundin dann richtig hellhörig geworden, weil unser Lieblings- oder ihr Lieblingsaroma war immer Kirsche. Wird gezwungen, den immer zu rauchen. Eine vollmundige Aromakreation wie ein süßer Kuchen mit einer feinfruchtigen Kirsche auf den Sahnehäubchen verfeinert. Die Zitrone ist dabei kaum wahrzunehmen und unterstützt das ganze Assemble mit seiner leichten, spritzigen Frische im Hintergrund. Das Amaretto- und Mandelaroma ist sehr smooth abgestimmt und entfaltet in Kombination den charakterisch dezent würzigen Kuchenteiggeschmack. Und da muss ich ehrlich sagen, fühle ich gar nicht. Für mich ist es, wenn wir hier einmal eine Nase nehmen, unterscheidet sich der von den Prototypen? Die Kirsche ist viel, viel stärker. Also eigentlich riechst du nur Kirsche raus. Genauso auch geschmacklich, den würde ich euch nicht auf Overpack empfehlen. Gerade so Vollkontakt, aber am besten läuft er bei Noppenkontakt. Ich meine, ich habe den jetzt hier mit der Ocean HMD mit 3 Kohlen. Wolkentechnisch machst du da nichts. Geschmacklich ist er auf jeden Fall die Kirsche der Kirschen. Ich würde sagen, das ist so eine dunkle, süße, leicht säuerliche Kirsche. Die Mandeln merke ich zum Beispiel gar nicht. Du hast hier wirklich die pure Kirsche und es ist quasi wie so ein
Cocktail. Weißt du, nicht welcher Cocktail mit Kirsche gemacht wird? Ich bin Whisky-Liebhaber, deswegen weiß ich es nicht. Aber für mich ist der Fusion ein schöner Cocktail und auch im Nachgang ist so eine leichte Frische von der Zitrone. I like. Am Anfang dachte ich eher, ich habe ihn dann ausprobiert und muss echt sagen, hab mich überzeugt. Natürlich ist das die beste Sorte, ne, siehste? Als ob meine Freundin so Männerhände hatte. Kommen wir für mich persönlich jetzt zum Siegertreppchen. Platz 1 und 2 und beginnen wir mit Nummer 2. Und das ist der Kiwais. Das ist Kiwi, Kaktus und Eis. Unsere exotische Mischung, welche dich das leuchtende gelbe Fruchtfleisch einer lieblich süßen Kiwi gepaart mit einer reifen Kaktusfeige schmecken lässt. Die Kaktusfeige hat einen unverkennbaren, feinen, säuerlichen Geschmack, der sich ideal mit dem süßen Kiwi-Aroma verschmelzen lässt. Und dazu kommt noch eine leichte Kühle. Ocean sagt, die Sorten wurden so gut abgestimmt, dass das eigentlich Kiwi-Tuss heißen sollte, das Aroma. Geruchlich ist es ein Kiwi, den wir alle kennen, den wir sehr viel geraucht haben. Also das Aroma ist uns schon bekannt. Die Kaktusfeige merkst du wirklich geruchlich nur so im Nachgang und von der Kühle merkst du halt gar nichts. Anders ist es aber, wenn du das Ding anzündest, denn dann ist die Kühle wirklich super, super sanft. Es ist einer der besten Kühlsorten, die ich in letzter Zeit so geraucht habe, muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung, was Ocean da reingemacht hat, aber die Kühle ist sehr gut. Und am Anfang kommt die Kiwi wirklich in voller Breitseite hier durch. Für mich ist das einer der Kiwi-Tabaksorten, die gerade auf dem Markt sind. Was ich mir persönlich gewünscht hätte, wenn die Kiwi so super säuerlich wäre, aber Ocean hat sich jetzt hier auf dieses Fruchtfleisch, auf diese Süße konzentriert und das ist ihnen so gut gelungen. Die Kaktusfeige merkst du auch wirklich nur so im Nachgang, ganz dezent. Das macht das Ganze nicht nur süß, sondern auch fruchtig. Aber wirklich die Hauptnote ist hier Kiwi. Zumindest für meine Verhältnisse. Ich habe die Tabaksorten auch Kollegen testen lassen, Geschäftspartner und was ich hier nicht alles eingeladen habe, vielleicht auch ein paar Girls. Und für die meisten war der Kiwi eine wirkliche Ablösung zu ihrem Lieblingskiwi. Ne? Stehe ich voll dabei. Den Kiwi kannst du eigentlich bauen, wie du willst. Da kannst du nichts falsch machen. Overpack, Vollkontakt, Noppenkontakt, funktioniert alles. Auf Platz Nummer 1. Der Kaif. Zitrone, Limette, Zuckerrohr und Eis. Geruchstechnisch, als wenn du wirklich Limetten aufschneidest, Zitronen aufschneidest. Es riecht wie ein Caipirinha. Das ist ein Caipirinha. Halt nur ohne diesen Alkoholnachgeschmack. Findet ihr nicht auch, dass einige Sorten so einen leicht Parfüm-Alkohol-Touch haben? Ich mag ihn eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Also könnt ihr da auch mal Feedback da lassen. Kalter Zitronensaft mit Zuckerrohr gesüßt, abgerundet mit der perfekten geschmacklichen Symbiose einer spritzig-sauren Limette, die deine Zunge leicht kribbeln lässt. Und dazu noch eine frische. Und das ist auch deswegen meine Nummer 1, weil er wirklich leicht auf der Zunge prickelt. Ich finde aber, dass sich die Limette mit dem Zuckerrohr verbindet und dann die Zitrone diesen säuerlichen Touch hat. Und die Eisnote ist auch sehr, sehr fein abgestimmt. Genauso wie beim Platz 2. Auch hier nach einer Dreiviertelstunde wolkentechnisch. Kann ja gerne nochmal beweisen hier. Das ist wirklich nicht mehr normal. Den KI würde ich euch empfehlen, gerade so Noppenkontakt und vielleicht ein bisschen Vollkontakt, aber auf keinen Fall Overpack, weil wir haben hier immer eine Säure dabei, ne? Hab ich gerade ein Wort vergessen? Aber ich muss echt sagen, der schallert anders. Ich hatte vor ein paar Wochen so eine Phase, da konnte ich nur so säuerliche Noten rauchen, wie Bergamott, Zitrone, Limette. Und das hier ist seit langem wieder mal eine sehr, sehr gute Zitronen-Limette-Mischung. Süß, fruchtig und ein Ticken sauer. Besser hätte ich es nicht machen können. Ich hatte das auch schon im Livestream thematisiert, dass das sind die ersten Sorten von Ocean. Und die sind gut. Ich kenne so gesehen fast keinen Hersteller, der beim ersten Mal so viel richtig macht wie Ocean. Auch pfeifentechnisch. Das ist ja wirklich nicht mehr normal. Ich hoffe, man hat jetzt in dieser Review nicht viele Hintergrundgeräusche gehört, weil draußen wütet ein Sturm. Das ist wirklich nicht mehr normal. Und ich habe Fenster von 1971. Also hoffen wir mal, dass sie halten. Ne? Was ist eure Meinung zu den Sorten? Gerne einen Kommentar da lassen. Ich bin sehr positiv überrascht. So viel kann ich sagen. Und wir sehen uns zum nächsten Stream, zum nächsten Video wieder. Und damit haut rein, wisst ihr, was ich meine.